Herzlich willkommen zum allerersten Adventsvideo hier auf diesem Kanal. Eigentlich wollte ich für dich viel mehr Weihnachtsrezepte abdrehen, aber irgendwie muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich aufgrund der momentanen Situation überhaupt nicht in der Stimmung dazu bin. Nichtsdestotrotz möchte ich dir diese einfache, aber dennoch geniale Inspiration für leckere, fitnesstaugliche Lebkuchenpralinen nicht vorenthalten. Das Rezept stammt aus meinem Buch Top ernährt, nix entbehrt. Ich setze dir den Link dazu unten in die Infobox. Dort findest du auch die genauen Mengenangaben. Los geht's! Unsere Lebkuchenpralinen bestehen aus nur 4 Zutaten, nämlich Kokoschips, 2 frischen Möhren aus dem Garten, Lebkuchengewürz und Jakonsirup als Süßungsmittel. Das Lebkuchengewürz kannst du natürlich fertig kaufen, aber ich mische mir meins immer selbst zusammen. Die Zutaten blende ich dir mal ein. Auch dieses Rezept findest du in meinem Buch. Im ersten Schritt beginnen wir damit, dass wir die Kokoschips im Blender fein mahlen. Die füllen wir dann in eine große Schüssel und geben auch gleich das Lebkuchengewürz hinzu. Das vermengen wir schon mal grob mit dem Teigschaber. Als nächstes werden die Möhren fein geraspelt und auch das vermischen wir mit den trockenen Zutaten. Zum Schluss kommt noch der Jakonsirup dazu, sodass wir jetzt alles zu einem homogenen Teig verarbeiten können. Dann befeuchten wir ganz leicht die Hände und formen manuell unsere Pralinen. Wenn sie fertig sind, kommen sie kurz in den Kühlschrank, damit sie fester werden. Und so sehen die fertigen Exemplare aus. Wie du siehst, geht das Ganze super schnell vonstatten. Die Pralinen sind nicht nur wesentlich gesünder als konventionelle Lebkuchen, sondern sie schmecken auch mega lecker. Ich mag sowieso die Kombi aus den lieblich fruchtigen Karotten mit dem exotischen Kokosaroma und dazu noch die natürliche karamellige Süße vom Jakonsirup und die dezente Lebkuchennote. Köstlich, sage ich dir. In dem Sinn hoffe ich, dass ich dich mit dieser kleinen Idee inspirieren konnte. Falls du das Rezept mal ausprobierst, dann schreib mir gern dein Feedback unten in die Kommentare und schick mir deine Fotos auf Instagram und Facebook. Dort kannst du mich mit dem Hashtag FitMitFunny verlinken. Wenn du dir noch mehr gesunde Weihnachtsrezepte wünschst, dann lass es mich ebenfalls in den Kommentaren wissen. Ansonsten wünsche ich dir eine besinnliche und stressfreie Adventszeit und würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Also, bis dann. Tschüss!